über Grenzen hinweg, dass sie sich zusammenschließen für Frieden, für Freiheit, für unsere gemeinsame Sicherheit und für den Wohlstand der Menschen. Das ist die Idee von Europa. Welche Bedeutung dieses Europa für Deutschland hat, hat Willy Brandt 1971 treffender als jeder andere formuliert. Ich zitiere Willy: Durch Europa kehrt Deutschland heim zu sich selbst und den aufbauenden Kräften seiner Geschichte. Deshalb, Genossinnen und Genossen, weil Willy das so beschrieben hat, wir kehren durch Europa heim zu uns selbst, zu den aufbauenden Kräften unserer Geschichte. Deshalb ist die Einladung in dieses Europa, die uns unsere Nachbarn nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aussprachen, das größte Geschenk, das die Bundesrepublik in ihrer noch jungen Geschichte erhalten hat. 1950/51 war diese Bundesrepublik ein halbes, dreiviertel Jahr alt. Und der Zweite Weltkrieg war 5 Jahre beendet. Das ist die Distanz zwischen 2012 und jetzt. Und die Belgier, die Luxemburger, die Niederländer, die Franzosen und die Italiener, Länder, in denen der Nazi-Terror schlimmste Verbrechen angerichtet hatte, in denen Menschen verschleppt, ermordet, gefoltert, jüdische Gemeinden ausgerottet worden waren und die Länder zerstört und in Schutt und Asche gelegt waren. Diese Länder luden die Bundesrepublik Deutschland Anfang der 50er Jahre ein, ein Mitglied der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu werden. Das war 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Das waren Männer und Frauen, die Bitteres erlitten hatten und trotzdem sagten, wenn dieser Kontinent jemals Frieden haben will, dann brauchen wir ein demokratisches Deutschland. Und die überwanden alle Hindernisse, alle Vorurteile, alle Ablehnung. Und ich habe eingangs erwähnt, ich bin im deutsch-niederländisch-belgischen Grenzgebiet aufgewachsen. Das war nicht immer einfach. Die, die für den Ausgleich mit Deutschland warben, hatten nicht immer sofort die Unterstützung ihrer Völker. Weil gefragt wurde, warum jetzt die mit denen, die waren noch gerade erst hier und haben ja alles zerstört. Und trotzdem sagten die, nein, den Deutschen muss es gelingen, eine eigene Demokratie aufzubauen. Und es gelang. Die Bundesrepublik Deutschland nahm diese Einladung an und baute eine der modernsten und freiheitlichsten Demokratien in Europa auf, die nach der Wiederherstellung der staatlichen Einheit 1990 in ihre Verfassung den Artikel 23 schrieb, der uns Deutsche verpflichtet, an der Vertiefung der europäischen Einigung als Verfassungsauftrag mitzuwirken. Europa wurde in diesem Geist von Deutschland mitgeschaffen. Aber dieses Europa ermöglichte dem deutschen Volk auch erhobenen Hauptes, in die demokratische Völkerfamilie zurückkehren zu können. Ein deutscher Bundeskanzler hat eine zentrale Verpflichtung, Deutschland in Europa stark zu halten und durch ein starkes Deutschland Europa stark zu halten, weil beides gehört untrennbar zusammen. Europa wurde auf dem Geist der Kooperation, des Dialogs, des gegenseitigen Respekts und der Solidarität aufgebaut. Und diesen Geist gilt es, weiß Gott, wiederzubeleben. Und es gilt ihn insbesondere wiederzubeleben im Umgang mit den Flüchtlingen, die nach Europa kommen. Es ist doch ganz klar, dass wir diese enorme Herausforderung nur in der Gemeinschaft aller europäischen Völker und Nationen lösen können und ganz sicher nicht durch nationalstaatliche Alleingänge. Deshalb, auch dafür will ich mich einsetzen, für klarere Absprachen unter den europäischen Staaten, aber auch
und das sage ich in aller Offenheit, für eine konsequentere Linie gegenüber den Ländern, die von Europa enorm profitieren und Solidarität bekommen. Aber wenn es um die Solidarität mit Flüchtlingen geht, nein, Danke sagen, das ist nicht akzeptabel. Liebe Genossinnen und Genossen, die USA und die Türkei sind weiterhin wichtige Partner für Deutschland und für Europa. Natürlich muss ein deutscher Regierungschef mit dem amerikanischen oder dem türkischen Präsidenten reden, jawohl. Denn der Dialog ist das Wichtigste und den Dialog nicht abbrechen zu lassen, muss immer unsere erste Wahl sein. Aber eins, liebe Leute, gibt's auch. Ich erinnere mich an einen deutschen Bundeskanzler, der einem amerikanischen Präsidenten in klaren Worten gesagt hat, was nicht geht. Es war Gerhard Schröder, ein großer Sozialdemokrat, der mit seinem Nein zum Irakkrieg eine historische Tat begangen hat, auf die ganz Deutschland stolz sein kann. Ein deutscher Kanzler kann also durchaus bei allen notwendigen diplomatischen Gepflogenheiten in so gewichtigen Fragen eine klare Haltung zeigen. Nein, er kann nicht nur, ein deutscher Bundeskanzler muss diese klare Haltung zeigen, wenn es um die Verteidigung unserer grundlegenden Werte geht. Und deshalb lasst mich auch einige klare Worte an den türkischen Präsidenten richten. Wir werden es nicht hinnehmen, dass unsere türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürger gegeneinander ausgespielt werden. Wir dürfen auch nicht hinnehmen, dass sie durch Nazi-Vergleiche gegen andere deutsche Mitbürger aufgehetzt werden. Das gilt übrigens nicht nur für Deutschland, das gilt auch für andere Länder in Europa. Wer versucht, Menschen gegeneinander aufzuhetzen, dem muss Einhalt geboten werden. Deshalb muss man auch Herrn Erdogan mit klaren Worten sagen. Deshalb muss man auch Herrn Erdogan mit klaren Worten sagen, dass das so nicht geht. Und man darf ihn auch darauf hinweisen, dass seine Strategie früher oder später scheitern wird. Die Türkei ist so gespalten wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und in dieser Situation muss es doch auch in diesem Lande darum gehen, das Land zu einen und die Menschen zusammenzuführen. Das ist doch die eigentliche Aufgabe eines Staatsoberhauptes, sein Volk zusammenzuführen und die Menschen zu einen. Und das ist die Botschaft, die wir an ihn richten sollten, die Botschaft, die wir nach Ankara schicken sollten. Wir wollen eine faire, wir wollen eine sachliche Auseinandersetzung. Aber wir wollen nicht, dass Menschen gegeneinander aufgehetzt werden, weder in ihrem Land noch bei uns. Und liebe Genossinnen und Genossen, eine klare Haltung einzunehmen, ist für uns doch im Vergleich zu unseren Vorfahren viel einfacher. Wir haben eine lebendige Zivilgesellschaft. Wir wissen, wenn es um klare Kante und klare Haltung geht, die Mehrheit der Menschen hinter uns. Wir wissen sie hinter uns, wenn es darum geht, unsere Werte, unsere Prinzipien mit Leben zu erfüllen. Hunderttausende in diesem Land setzen sich tagtäglich für die Gemeinschaft ein, haben sich für Flüchtlinge engagiert, sind wie bei uns und in anderen demokratischen Parteien engagiert. Engagieren sich in den Gewerkschaften, engagieren sich bei den Kirchen. Tausende kämpfen in vielen Initiativen gegen die neuen Rechten. Oder sie engagieren sich ganz einfach im Sportverein oder in ihrem Viertel oder in irgendeiner kleinen Organisation, in der Menschen zusammenkommen. Was wir Sozialdemokraten leisten müssen, ist mit einem Satz zu beschreiben. Wir müssen der Bündnispartner dieser Menschen sein. Genossinnen und Genossen, die Menschen in diesem Lande, die müssen eins spüren. Mein Leben, mein Engagement, das Schicksal meiner Familie, das Schicksal meiner Frau, das Schicksal meines Mannes, meines Partners, meiner Partnerin, das Schicksal meiner Kinder, meiner Eltern, auch das meiner Kolleginnen und Kollegen, der Freundinnen und Freunde,
Jedes einzelne Schicksal zählt. Jedes ist wichtig. Für die Kinder gilt, was Hannelore Kraft sagt, kein Kind zurücklassen. Jedes Kind ist ein wertvoller Teil unserer Gemeinschaft und unserer Gesellschaft. Jeder Mann, jede Frau müssen eins spüren, dass es nicht mehr so sein darf, wie es uns oft entgegenschallt. Ich halte mich an die Regeln, ich leiste meinen Beitrag im Beruf, auch darüber hinaus, in der Gemeinschaft, im Verein, in der Partei, in der Gewerkschaft, egal wo. Aber ich zähle doch für euch überhaupt nichts. Ihr interessiert euch doch für mich nicht, für mein Schicksal. Ich bin euch doch egal. Dieses verbreitete Gefühl ist gefährlich für die Demokratie. Wir Sozialdemokraten, wie keine andere Partei, sind aufgefordert, diesen Menschen zu sagen, nein, am Anfang eines jeden Handelns, am Anfang eines jeden Denkens, eines jeden Konzepts, einer jeden Entscheidungsfindung in unserer Partei steht eine Überlegung. Wie machen wir, die SPD, mit dem, was wir tun, das Leben genau dieser Menschen jeden Tag ein kleines Stück besser? Wenn die Menschen spüren, die meinen das ernst, und wenn wir es ernst meinen, und das tun wir, dann gewinnen wir das Vertrauen der Menschen in die Demokratie und in unsere Partei zurück. Und dann, Genossinnen und Genossen, gewinnen wir auch die Bundestagswahl. Davon bin ich fest überzeugt. Ich, liebe Genossinnen und Genossen, ich werbe um euer Vertrauen. Ich werbe um euer Vertrauen. Wir haben viel vor mit dieser Partei und ich weiß genau, das geht nur gemeinsam. Mit euch, mit den Delegierten, mit den hunderttausenden Mitgliedern unserer Partei. Und ich brauche euch alle, alle. Ihr, die in den Kommunalvertretungen, in den Landtagen oder im Bundestag arbeitet. Ihr, Genossinnen und Genossen, die ihr in den Ortsvereinen und Abteilungen, wo ihr eure Abende opfert, eure Freizeit, um etwas für die Gemeinschaft zu tun. Vor allen Dingen ihr, Genossinnen und Genossen, die ihr am Samstag mit dem Tapeziertisch vor dem Supermarkt steht und mit den Leuten über den besten Weg für unser Land streitet. Und glaubt mir, ich weiß, wie starke Nerven man manchmal dort haben muss. Und ihr, die ihr in den sozialen Medien für eine tolerante Debatte kämpft und die ihr uns mit euren kreativen und fantasievollen Beiträgen zurzeit so viel Spaß bereitet. Ich brauche eure Unterstützung und ich bitte euch um euer Vertrauen, nicht nur heute. Ich bitte um euer Vertrauen ab heute und solange ich dieses Amt, so ihr mich denn wählen wollt, ausübe. Und lasst mich eines hinzufügen. Ich trete an, um der Parteivorsitzende dieser stolzen Partei zu werden. Ich bewerbe mich zugleich mit diesem Amt des Parteivorsitzenden darum, euer Kanzlerkandidat zu werden. Ich trete mit einem klaren Anspruch an. Ich trete mit einem klaren Anspruch an. Wir alle gemeinsam wollen, dass Anke Rehlinger die nächste Ministerpräsidentin des Saarlandes wird. Am kommenden Sonntag. Wir wollen, dass Thorsten Albig seine erfolgreiche Arbeit als Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein fortsetzen kann. Und wir wollen, dass mein Heimatbundesland, das wunderbare Nordrhein-Westfalen, weiterhin
weiterhin von seiner starken Ministerpräsidentin Hannelore Kraft geführt wird. Wir wollen, dass die SPD die stärkste politische Kraft nach der Bundestagswahl wird, damit sie das Mandat bekommt, dieses Land besser und gerechter zu machen, dass sie das Mandat bekommt, den Menschen den Respekt entgegenzubringen, den die Menschen in diesem Lande verdienen. Und ich will, liebe Genossinnen und Genossen, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Herzlichen Dank und Glück auf!